Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video gibt es ein Rezept für einen Energieshake. Ja, für meinen super Booster Energieshake, der dir richtig viel Energie gibt und auch richtig lecker ist. Dafür brauchst du natürlich erstmal einen Mixer. Das braucht man ja meistens für die Shakes. Dann brauchst du 2 Bananen. Die habe ich hier schon vorbereitet. 2 Datteln, entsteint. Und ich empfehle dir die Medjool-Datteln. Dann eine Vierteltasse oder halbe Tasse Haferflocken, eine halbe Tasse Cranberries und 2 Tassen Hafermilch. Natur, ohne irgendwelche Süßungsmittel, die ist süß genug übrigens. Und dann fürs Topping nachher noch ein bisschen Mandelsplitter, ein bisschen Kokosraspeln und zur Verfeinerung habe ich hier Liquid Vanilla, also Bourbon, ja, also das ist flüssige Bourbon Vanille, super intensiv, super lecker, noch eine super Alternative zu dem normalen Vanillepulver. Ist auch wirklich reine Vanille drin, die habe ich aus dem Internet. Und für den Energiekick gibt es Matcha-Tee, ja, ein ganz kleines bisschen kommt da nur rein, damit du nicht abhebst, ja. Damit fliegst du durch den Tag wirklich und bist gewappnet oder kannst auch dich vorbereiten für dein Workout oder du kannst diesen Shake auch nach dem Workout wunderbar trinken. Warum der so gut für nach dem Workout ist, erzähle ich dir gleich. Was du auch noch benötigst, ist ein Einmachglas oder ein Glas, was groß ist, mit einem Strohhalm. Das finde ich besonders schön zur Deko. Ja, dann fangen wir doch mal an. Ich beginne damit, dass ich das Flüssige hier reinfülle. Also erst die Hafermilch. Also das ist jetzt erstmal für eine Person dieser Shake, aber eigentlich, ich glaube, da kommt auch genug raus, dass da auch 2 von zehren können. Aber es sei denn, du hast richtig, richtig viel Durst. So, jetzt kommt die Banane rein, beziehungsweise die 2 Bananen. Ja, jetzt platscht es hier wahrscheinlich ein bisschen. Naja, gut. So. Drin ist sie. Ja, Haferflocken. Auch am besten die grobkörnigen, denn das bedeutet, dass sie unverarbeiteter sind und unverarbeitete Lebensmittel sind besser für deinen Körper, weil sie auch weniger Produktionsschritte durchlaufen sind. So, die Cranberries kommen hier rein. Zack. Und ja, die Datteln sind zum Süßen da. Wie gesagt, schon entsteint, entkernt. Etwas Bourbon-Vanille, also ein paar Tröpfchen, also wirklich nicht zu viel. Aber auch genug, wenn du das möchtest. So, reicht eigentlich schon. Ja, und wie ich das ja schon angekündigt habe, damit wir durch den Tag fliegen, kommt da ein bisschen Matcha rein. Aber wirklich Vorsicht, denn das ist der Espresso unter den grünen Tees. Und ich würde den auch nicht zu spät am Abend oder am Tag trinken, damit du auch genug oder gut genug schlafen kannst nachher. Also wirklich nur so einen ganz kleinen Löffel hier. Zack. Na, noch ein bisschen. Aber grüner Tee hilft dir wunderbar beim Fettabbau durch die Flavonoide. Dadurch werden die Fettzellen aus deinem Körper gespült. So, ja, rein damit alles und los geht's mit dem Mixen. Also ruhig lang genug mixen, damit da auch alles durch ist. Der hat ja hier eine Menge zu tun. Und umso mehr Bananen du drin hast, umso cremiger wird der Shake. Und das hier ist wirklich ein super gesunder Shake, ohne zusätzlichen Zucker, nur mit natürlichem Fruchtzucker von den Datteln. Ja, jetzt füllen wir das hier rein. Wow, krass. Juhu. Ich liebe Shakes. Ja, jetzt toppen wir das hier mit ein bisschen Mandelsplittern. Zack. Ja, wie ich ja eben schon gesagt habe, ist es wunderbar, das nach dem Workout zu trinken, diesen Smoothie, weil eben auch Banane drin ist und ja, die Kohlenhydrate der Banane sind super für die Regeneration deiner Muskeln
Und durch die komplexen Kohlenhydrate, die in den Haferflocken drin sind, bekommst du langanhaltend Energie über den ganzen Tag verteilt und hast auch nicht so schnell wieder Hunger. Ja, jetzt kommt hier noch der Strohhalm rein und es kann losgehen mit dem Shake. Juhu! Super, super lecker. Ja, ein super Rezept mit Cranberries. Ich hatte mal Lust, was mit Cranberries auszuprobieren. Er geht super schnell. Du kannst ihn auch als Snack mitnehmen. Also umso dickflüssiger du ihn machst, umso besser lässt er sich natürlich in so einem Einmachglas mitnehmen. Einfach verschließen und mit in die Schule nehmen, zur Uni, in die Arbeit oder sonst ins Büro. Oder eben nach dem Sport direkt trinken, zack, also vorbereiten, mitnehmen, dann nach dem Sport trinken. Ja, wenn du weitere Ernährungstricks und Rezeptideen von mir haben möchtest, schau mal bei mir auf der Website vorbei. Ja, den Video, in der Videobeschreibung bekommst du auch den Link. Ansonsten freue ich mich, dich im nächsten Video wiederzusehen und ja, Thumbs up, wenn du auch für Smoothie bist und Smoothies magst. Ansonsten freue ich mich, dich im nächsten Video zu sehen. Ciao!